Was haben Siedler 1 bis 4 gemeinsam? Ihre Siegbedingungen sind scheiße. Lasst mich das kurz differenzieren. In Siedler 1 und 2 ist es ziemlich anstrengend, eine komplette Siedlung zu erobern, da immer erstmal neue Soldaten langsam in die frisch eroberten Wachhäuser nachrücken müssen. Die Kampagnen umschiffen das dank der Portale, die den Zielpunkt darstellen. Siedler 3 und Siedler 4 ließen uns stattdessen Türme frei platzieren und zwangen uns nicht mehr, sie zu behalten. Genauer gesagt ist es dort sogar kontraproduktiv, mehr als einen Turm zu behalten, wenn keine gemeinsame Grenze zum Gegner besteht, denn er bietet Angriffsfläche und wenn er erobert wird, werden alle Gebäude im Umkreis zerstört, die nicht von einem anderen Turm geschützt werden. Das führt in der Praxis dazu, dass die Standardsiegbedingung, alle Türme zu erobern, sehr willkürlich wirken kann. Es ist absolut möglich, eine Runde zu verlieren, obwohl man noch Soldaten und eine voll funktionsfähige Siedlung besitzt. Genauso kann es passieren, dass man die wichtigsten Teile seiner Siedlung verliert, aber dank eines Turms irgendwo auf einer anderen Insel oder einer sonst handlungsunfähigen Turmstadt nicht offiziell verliert. Mit anderen Worten, die impliziten und expliziten Siegbedingungen stimmen nicht überein. Und das führt dazu, dass in Siedler 4 Türme oft reglementiert sind. Als implizite Siegbedingung verstehe ich ein Ziel, das der Spieler verfolgt, um seine Siegchancen zu erhöhen oder seine Ziele anderweitig voranzutreiben. Explizite Siegbedingungen sind dagegen die Bedingungen, zu denen das Spiel eine Runde für beendet erklärt oder einen Spieler ausscheiden lässt. Das Vorhandensein eines impliziten oder expliziten Niederlagezustands ist übrigens ein Faktor, der ein Spiel von einem Spielzeug unterscheidet. Wir kamen in unseren Diskussionen auf Discord zu dem Ergebnis, dass alle Siegbedingungen zuerst als implizite entworfen werden. Als Beispiel, wenn wir etwas wie die Weltwunder wie in Age of Empires hätten, sollten ihre Funktionen nicht nur sein, dass sie bei aktivierter Siegbedingung einen Countdown bis zum Sieg starten, weil ganz ehrlich, das ist langweilig. Sondern unabhängig von irgendwelchen Lobbyoptionen sollte ein solches Bauwerk dem Spieler irgendeinen Vorteil gewähren, der das Blatt zu seinem Gunsten wenden kann. Letztendlich kamen wir nach mehreren Iterationen auf zwei Siegbedingungen, die Türme direkt oder indirekt nutzen. Eroberung und Besatzung. Eroberung ist das, was wir aus S3 und S4 kennen. Erobere alle Türme. Allerdings würde ich kleine Türme von der Siegbedingung ausschließen. Wir gehen davon aus, dass, wenn alle Burgen und großen Türme erobert wurden, die Siedlung irreparabel beschädigt ist und man umgekehrt an entwickelten Orten auch mindestens große Türme haben will. Damit es nicht weiterhin eine Strafe ist, Türme behalten zu müssen, müssen wir ein paar Regeln ändern. Erstens, Gebäude werden nicht mehr vollständig zerstört, wenn das Land, auf dem sie stehen, erobert wird. Stattdessen werden betroffene Gebäude zu Ruinen. Diese können von Saboteuren zerstört werden, der normale Abriss ist aber nicht möglich. Das kann zwar angeordnet werden, aber dann müssen erstmal Bauarbeiter kommen, die das Gebäude fachgerecht einreißen. Das ist nötig, damit ein Angreifer nicht direkt alle Ruinen abreißen kann und der Verteidiger überhaupt die Chance hat, sie zurückzuerobern. Ruinen können vom neuen Besitzer zum halben Gebäudepreis und ohne Planierbedarf wieder aufgebaut werden. Auf die Weise soll Verteidigern ein leichteres Comeback ermöglicht werden, während Angreifer leichter erobertes Gebiet selbst nutzen können. Spieler können so auch an die Gebäude anderer Völker kommen, wobei das nicht unbedingt heißt, dass völkerspezifische Gebäude normal verwendet werden können. Das wird eine Einzelfallentscheidung. Köhlerei eher ja, Laboratorium eher nein. Ruinen können auch auf neutralem Gebiet existieren, Mapper können so also auch bestimmte Bauweisen begünstigen. Zweitens, die Boni für die Turmsoldaten, wie S4 sie schon hat, skalieren nun mit dem Baukostenwert der zivilen Gebäude im Umkreis. Die Turmwachen haben etwas, wofür sie kämpfen und Leute, die sie beschützen wollen, also kämpfen sie umso motivierter. Noch dazu werden sie vielleicht zusätzlich von den umliegenden Bewohnern versorgt. Das heißt auch, dass einzelne Türme oder kleine Turmgruppen besonders profitieren, während sich Turmstädte nicht auf diese Weise buffen. Drittens, und das spielt in die Besatzungsbedingungen rein, zivile Gebäude ignorieren jetzt nicht mehr die Armee, die in ihrem Vorgarten steht. Eure Siedler haben nicht unbedingt Angst vor einzelnen Soldaten, aber ab einer bestimmten Menge oder Stärke trauen sie sich nicht mehr aus dem Haus, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Das bedeutet auch, dass die schwächeren Startsoldaten im Early Game durchaus genutzt werden können, um einzelne Gebäude des Gegners zu blockieren, ohne dass man sich unbedingt auf einen richtigen Kampf einlassen muss, den man dann Kampfkraft wahrscheinlich sowieso verlieren würde. Zu diesem Zweck erhalten Soldaten zwei neue Stats, Bedrohung und Schutz. Beide hängen standardmäßig mit dem Soldatenlevel zusammen, aber Abweichungen sind möglich. Siedler haben wahrscheinlich mehr Angst vor dem Typen mit der Riesenaxt als vor dem glorifizierten Flötenspieler. Schutz wird von Soldaten in Türmen gewährt. Hauptmänner geben einen besonders großen Bonus, vielleicht gleichwertig mit 10 L3-Soldaten, finden aber nur einzeln in Burgen Platz. Wenn ein Gebäude mehr bedroht als geschützt wird, stellt es die Arbeit ein, bis die Bedrohung reduziert oder entfernt wurde. Innerhalb der Angriffsreichweite eines Turms ist eine sinnvolle Blockade mit einzelnen Soldaten nicht möglich, da die Soldaten abgeschossen werden, während sie im Einflussradius zumindest deutlich erschwert wird. Beachtet aber, dass es aus technischer Sicht wahrscheinlich besser wäre, wenn Träger normal weiterarbeiten. Die Gebäude laufen aber dann natürlich schnell voll. Diese Änderungen sollen Türme besser in die eigentliche Siedlung integrieren. Besatzung als Siegbedingung wird ausgelöst, wenn ein gewisser, großer Anteil der Produktionsgebäude eines Spielers gerade auf diese Weise blockiert wird. Wenn Besatzung als explizite Siegbedingung aktiv ist, wird dann ein Timer aktiviert, der runterzählt. Umgekehrt zählt er wieder bis zum Basiswert drauf, wenn die Blockade ganz oder teilweise aufgelöst wird und der Anteil so wieder unter den Zielwert fällt.
Verstreicht die Frist, scheidet der betroffene Spieler aus, da seine Siedler kapitulieren. Eine Turmstadt bringt also auch nichts, wenn sie nicht gerade den Eingang zur Siedlung verteidigt und so verhindern kann, dass die restliche Siedlung besetzt wird. Besetzte Gebäude können auch nicht abgerissen werden, ähnlich wie Türme, die angegriffen werden. Das sind nur die beiden Siegbedingungen, die ich an Türme knüpfe und nach aktuellem Stand auch die einzigen, die standardmäßig als explizit markiert sind, also erlauben, dass das Spiel offiziell über sie gewonnen wird. Sie zu verfolgen ist aber grundsätzlich hilfreich, um dem Gegner zu schaden. Ein weiteres Feature für Türme, das in diesem Zusammenhang erdacht wurde, ist, dass Katapulte und ihre Gegenstücke nun auf Türmen platziert werden können, dabei aber den Platz für zwei Bogenschützen einnehmen. Außerdem passen Katapulte nicht im fertigen Zustand durch die Tür, es gäbe also eine Verzögerung von mehreren Sekunden, in denen das Katapult abgebaut und neu aufgebaut wird. Der Turm erhält dann auch einen Warenslot für Munition. Katapulte könnten in diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit erhalten, auf gesonderten Befehl Soldaten anzugreifen oder genauer gesagt den Boden unter ihnen. Hier kann man mit ein wenig Flächenschaden arbeiten, allerdings sollten Belagerungswaffen nicht zu effektiv gegen Infanterie sein. Da auf den Boden gezielt wird, kann auch ausgewichen werden, ein direkter Treffer ist aber in der Regel tödlich. Zivilisten haben in einem solchen Fall Glück oder werden von göttlicher Intervention geschützt. Katapulte können anders als Fernkämpfer auch kein Ziel angreifen, das zu nah dran ist. Außerdem besteht auch die Gefahr, eigene Soldaten zu verletzen. Es stehen noch zwei weitere Siegbedingungen im Raum, die ich aber noch weiter ausarbeiten muss und nach jetzigem Stand auch standardmäßig implizit wären. Sie zu verfolgen ist also hilfreich, führt aber nicht direkt zum Sieg. Ich halte das insbesondere für wichtig, damit Völker mit defensiverem Spielstil eine Existenzberechtigung haben und das Spiel für sich entscheiden können. Aber noch sind wir nicht so weit. Erst sollten wir noch über Dinge wie Wetter, Forschung und göttliche Gunst, Handel, Schifffahrt und Rekrutierung sprechen.